Warum? Weil wir den ja brauchten. Und das Makarovs größter Feind war. Schneller Schnauze, ihr kriegt keine Dingens mehr. Oh, eine schöne FAD. Ist natürlich geil. Und ich komme hier echt gut dadurch. Ich habe doch eine Granate. Ja, ja. Dazu sind aber noch ein bisschen zu viele Feinde hier. Die Granate müsste eigentlich draußen sein. Ne, Kingen hat die weggeworfen. Ah, das ist nicht schlecht, das ist nicht schlecht. Gute Teamarbeit. Weil ich wäre da deswegen garantiert wieder draufgegangen. Auch wenn ich hinter der fetten Hauswand stehe. Ist dem Spiel das ja egal. So. Ich glaube, ich werde jetzt wieder umswitchen. Jo. Auf meine Remington, da das Rotpunktvisier doch, finde ich, ein bisschen besser ist als das EOTech, also als das Holovisier. Warum, weiß ich nicht. Ich komme mit dem Rotpunkt hier gerade besser klar. Obwohl ich beispielsweise in Battlefield 4, oder generell in Battlefield 3 und 4, ja. Und nu? Achso. Und feuerfrei. Ja, da benutze ich lieber ein EOTech. Geil, der Scheiß. Geil gemacht. Richtig geil gemacht. Muss ich schon sagen. Das ist ein etwas anderer Auftritt hier. So. Ich bin mal gespannt, wie lange das jetzt noch geht. Also ich bin's echt mal. Weil so lange soll die Story auch nicht sein. Ja, ich habe gerade nochmal nach der ROG-Datei geguckt, aber nö. Ist keine. Huh. Na gut. War auch ein bisschen mit Absicht auf die Dingens. Tschüss, Süßen. Ich gucken wollte, was der genau macht. Der auch explodiert oder so. Und ja, das macht er. Sogar einen sehr schönen. Ja. Ja, was soll ich das sagen? Sehr schön, sage ich jetzt mal. Schöne Explosion. Schön der Kram da rausgekommen. Zack. Kapusch. Ah, hier muss ich mir ja mal nachladen. Oh, ich habe nicht mehr so viele. Mumpeln hierfür. Nicht so schön. Komm. Nimm ich halt erst dich. Warum ist noch einer? Ah, okay. Den haben wir auch. Weiter auf Ebene 2. Oh. Ja, wo war ich denn? Der stehen geblieben. Ach so, Konsolen. Ja, Sprengschnur? Wer denn? Wo denn? Ich nicht. Ah. Ist natürlich geil, so eine Sprengschnur. Ja, Let's Plays, Konsole wird denn hier nachfolgen. Ich weiß, habe ich jetzt schon zum tausendsten Mal erwähnt. Ich will auch sichern. Schlaute Fernseh. Hm? Der war böse? Okay, Vorstoß. Eieiei. Das ist mal knapp. Das war mal echt knapp. Hier wird alles näher gemäht. Uiuiui. Eingeschlossen mich? Weil ich nicht so prickelnd finde. Aber naja. So, weiter geht's. Den haben sie ja gerade umgenackt. Das ist natürlich blöd. Ich würde sagen, sah aus wie ein Dell-PC. Schade. Ich kann natürlich da nicht durchschießen, weißt du? Oder wisst ihr, besser gesagt? Kabusch. Blendgranate. Entdeckung gehen. Noch eine Blendgranate. Mann, ey. Warum hat die FAD generell so wenig Schuss?
Ne, 30 Schuss. Da eigentlich gut denn gemacht eigentlich. Hm. Hier geht's zu den Druckregulatoren. Nehmen wir die mal mit. Hm? Nicht schlecht. Aufpassen. Wir brauchen den Vorarbeiter lebend. Okay, Vorarbeiter lebend. Was soll das werden, Schnauze? Schalt ab, Kleiner. Wo denn? Ach da. Okay. Ja, das ist sehr interessant. Eieiei. Okay. Ich wollte sagen, aber die haben doch selber gerade Probleme. Und sind ganz schön überrascht. Garantiert, dass jetzt nochmal irgendwelche Leute hier kommen und ihnen ihr Leben rauben wollen. Sterb. Du auch? Du ebenfalls. Und jeder auch ganz viele da hinten? Komm ich da rüber? Nee, natürlich nicht. Ah, so kriegt die Leute da. Ey, das ist ja cool. Den da? Hm, schade. Wirklich leider nicht. Zu früh gefreut. Ich krieg aber noch die restlichen, die hier so umherkrebeln, fleuchen, kräuchen. Wieso kommt denn der da drüber? Das haben wir jetzt nicht so abgemacht. Der mit seinem scheiß RPG kann auch mal sterben. Weil sowas brauche ich auch nicht in der Fresse. Apropos RPG in der Fresse. Ich habe gestern so schön Battlefield 4 gespielt, so schön online. Ja, weil ich halt so schön ist. Ne? So wie ich das halt gerade momentan nur spielen kann. Aber er läuft flüssiger als Ghosts, aber ist nicht aufnahmefähig. Zack. Weil dann mein Gameplay langsam wird. Und Lag-Unterstützung etc. Ja. Ich wollte eine Runde snipen. So, meine Leute. Ja, wollte schön eine Runde snipen. Jojo. Ja. Schön am Snipen gewesen. Block mich nicht. So, okay. Ja. Jetzt zum fünften Mal. Schön am Snipen gewesen. Und ja, ballert. Ich häng dann natürlich im Haus. Wollte ihn gerade absnipen. Er sieht mich. Und ballert er mir nicht ernsthaft eine RPG in die Fresse. Ich dachte so, die gibt's ja gar nicht. Ah ja, kann man nichts machen. War ein leicht. Ja. Schall. War ein leicht. Blöder Moment. Warum ball ich denn nicht ab? So, was war das für eine Waffe? Ich hätte gerne die. So, jetzt geht wieder weiter voran. Ich weiß ja auch nicht. Ich komme heute irgendwie nicht so wirklich in Redefluss. Die Story zieht mich ganz schön mit. Gerade. Scheiße. Weil man das auch irgendwie ein bisschen so teilweise von den anderen CODs kennt. Ich weiß nicht. Ich habe da ja ganz schön viel Money für. Ich will trotzdem meine Dinge zu haben. Jo. So. Klack. Ja. Weil mit den Let's Plays auf Konsole, da habe ich jetzt ja auch schon alles so zigtausend Mal durchgekaut. Und ja, denk mal, wisst ihr auch so, vielleicht wäre ich nochmal, um es nochmal für alle zu erwähnen, die nicht nur mein Ghost-LP gucken, werde ich das vielleicht auch nochmal in einem Commentary, ganz kurzen Commentary, mal so erwähnen. Beziehungsweise kurz mal besprechen, wie ich mir halt so gedacht habe. Alles, das wäre es dann aber auch komplett zu der Seite dann. Oh. Wo muss ich denn jetzt lang?
noch geradeaus. Sind aber ganz schön hartnäckig, also. Eieiei. Ja, mit den MG, das denn ist auch nicht so unbekannt. Na, das. Mann, Hash, block mich nicht. Eieiei. Also hier sind. Also hier verpasst man ja schön, Moni, definitiv. Huh? Oh, RPG. RPGs. Seid ihr behindert? Da bin ich auch nochmal gerade zurückgekommen. Ah, okay. Cool. Hauptsache erstmal mit Fat Pablo. Holt ihr mich uns jetzt hier raus? Passt einfach aus. Nee, scheint wohl nicht so. Wir müssen wohl noch erst noch was erledigen. Achso, Feuerregulierung abschalten, okay. Jedoch. So, mach die Schocke auf jetzt hier. Klack. Hier ist alles tot. Die Leiche da vom Schaltpult. Erledigen wir unseren Job. Ah ja. Bob, tschüss. Weg da. Halte den Druck im grünen Bereich. Ich überlade die Pumpen. Okay, also los. Halt uns auf den roten Bereich. Dauert nicht lange. Okay, war auf jeden Fall ein geiles Gimmick. War auf jeden Fall cool, definitiv. War zwar nicht so schwer, aber ist eine geile Sache, die eingebaut wurde. Ist natürlich auch wieder was, ja, ich sag jetzt mal so, ich sag jetzt mal nur Neuerung ist für ein Call of Duty noch so ein kleines bisschen Gimmick-Zeugs dazu. Oh. Sprung. Natürlich platsche ich darunter, weil ich. Springen Sie an die Leiter, um von der Bohne zu. War ich zu langsam? Super, ich war echt zu langsam. Ich dachte bloß so. Ja, schöner Fail. Das erinnert mich an MB1. Die allererste Mission, wenn man da auf den Payflow raufspringen muss oder reinspringen muss. Ja. Wenn man Pech hat, konnte man das auch öfters spielen, weil beim ersten Mal, ja, musste es so, oder war das oft so gescriptet, dass man verfehlt. Warum? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber naja, kann man nur nichts machen. Da sind noch Rettungsboote von der Ölinsel. Ölbohrinsel, jetzt aber. So. Neue Cutscene garantiert? Jo. Wir haben die Föderationsflotte weggelockt. Aber die Fabrik wird von einem Schiff bewacht. Ein Zerstörer, der vor modernsten Waffen nur so strotzt. Seine Luftabwehrwaffen lassen keinen Angriff von oben zu. Doch es ist an einer Stelle verwundbar. 60 Fuß unter der Wasserlinie. Nahe der Ventilationsöffnung. Keegan, Logan, das ist euer Job. Macht uns den Weg zu der Fabrik frei. Verstanden. Wir schicken ein weiteres Schiff auf den Friedhof. Jawohl. Ja, egal wie stark das Schiff ist, es ist immer noch eine Schwachstelle, egal jetzt, ob es jetzt im Spiel ist oder in Realität, dass die Schiffe zwar eine extrem starke Panzerung haben, aber immer noch nicht stark genug gepanzert sind unterhalb der Wassergrenze. Also so gesehen unter Wasser. Torpedos, weil die ganze Kriegsmaschinerie entwickelt sich immer weiter, also auch die Torpedos. Und darauf antworten jetzt ja auch die ganzen Zerstörer und so. Ja. Und jetzt leckt's wieder. Hä? Okay. Ist also natürlich. Das ist jetzt schade, dass ich. Das ist auf jeden Fall wirklich meine Neuerung. Mit schwimmende Fische und all so ein Kram. Dass ich das hier nicht auf Ultra zocken kann. Wo ist er denn? Ach, da.
Ja, ich wollte ihn Heimer abschießen. Ich würde gerne mal wissen, ob der geht. Mal kicken hinterher. Hier sind doch Reusen, beziehungsweise Fischnetze. Dazu Musch vor allem. Muss, weiß ich nicht. Also, natürlich muss dazu. Seeigel, kann ich die kaputt machen? Ja, da hört man dazu nach. Schiffchen müsste genau über uns sein, eigentlich. Okay, die wollen da einfach nur ein bisschen die Schiffwracks. Jo. Gut gemacht. Los durchs Volk, damit wir in Deckung bleiben. Ist aber. Wir brauchen nicht noch mehr Aufmerksamkeit. Nein, nicht zu hoch steigen. Ist aber natürlich auch ein geiler Schalldämpfer. Oh, ein U-Boot. Ist auch natürlich geil. Mal langsam auftauchen. Ist das natürlich auch wirklich geil gemacht hier. Wollen irgendwas bergen. Wir haben irgendwas geborgen. Bloß was? Okay, Keegan, jetzt. Ich folge dir auf Schritt und Tritt. Beziehungsweise auf jeden Flottenschlag. Hier. Er hat doch gesagt, auf mein Zeichen ausschalten, oder nicht? Der wabbelt doch noch da. Perfekt. Zack, zack. Eieieiei. Gespeichert. Sind wieder. Oh, zwei Bergungsboote schon. Das ist nicht so schön.